Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es das nächste Fußballquiz auf meinem Kanal. Ihr habt sie vermisst. Sie kommen wieder, Freunde. Wenn ihr sie wieder öfters sehen wollt, lasst gerne ein Like da, dann sehe ich, dass ihr Bock drauf habt. Und lasst ein kostenloses Abo da. Heute, welches Team ist dieser Champions League-Gewinner? Fußballquiz anhand von Flaggen, Nationen. Ist sehr, sehr schwer, weil da auch Mannschaften dabei sind aus, weiß ich nicht, 1998 gefühlt und so. Und da muss man schon immer weit denken. Deswegen, ich bin gespannt, wie viele Punkte ihr holt. Ich bin krass gespannt, wie viele Punkte ich hole, weil mein Gedächtnis ist nicht das Beste, was sowas angeht. Aber ich probiere mich da mal durchzudribbeln und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich versuche so viele Punkte zu holen wie möglich. Let's go! Hello und willkommen zu einer neuen Fußball-Quiz-Challenge. Let's go! Wir zählen unsere Punkte mit und ihr zählt eure Punkte und schreibt mir am Ende in die Kommentare, wie viele Punkte ihr geholt habt. Ohne Lügen. So, es geht los. Wir haben 8 Sekunden Zeit, aber wir nehmen uns da ein bisschen mehr Zeit. Als erstes haben wir hier Portugal, Frankreich, Wales, Kroatien, Brasilien, Deutschland. Das müsste Real Madrid sein. Noch mit Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Modric und Co. Casemiro. Es müsste Real Madrid sein. Ich log's ein. Und Final Milano 2016. In Milano haben sie das Finale 2016 gewonnen. Sehr, sehr krass. Und jetzt 2022 haben sie das Finale gegen Liverpool wieder gewonnen. Ich hab's gesagt. Ich denke, Real Madrid macht's diese Saison. Wenn sie es machen, dann diese Saison, weil sie haben jeden geschlagen. Chelsea, City, wie sie da überall zurückgekommen sind und so geisteskrank. Und dann haben sie auch Liverpool auseinander... Okay, ich würde sagen, auseinandergenommen nicht, weil Liverpool hatte gefühlt 50 mal so viele Schüsse wie Real. Aber sie haben gewonnen. Krass, Digga. Fünffacher Champions League-Sieger, Benzema, Modric und Co., ne? Verrückt. Okay, weiter geht's. Ein Punkt haben wir, schon mal safe. Aber es war auch, glaube ich, easy. England, Deutschland, Deutschland, Frankreich, England. Könnte das Chelsea sein mit Timo Werner und Havertz? Oder bin ich gerade lost? Deutsch, warte mal. Ja, das ist Chelsea, das ist Chelsea, das ist Chelsea, das ist Chelsea. Zweite Frage, zweiter Punkt, Wakes ist da. Winners UEFA Champions League 2020, 2021. Ja, das ist ja noch aktuell, das hat man auf dem Schirm. N'Golo Kanté, der Süße. Ich liebe ihn, no homo. Cool, cooles Bild, cooles Bild. Wer war denn alles dabei? Mondi, Rüdiger, Thiago, Silva, Aspi, Chilwell, Kanté, Jorginho, James, Havertz, Werner. Frage Nummer 3. Ui. 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 Jetzt muss ich weit, weit denken. Wales. Wales ist immer ein gutes Ding. Da kann man immer gucken. Gareth Bale ist ja eigentlich immer bei Real gewesen. Der hat ja sonst nie Gareth Bale. Ach so, hier unten steht das Jahr. 1999. Ja, okay. Dann müsste das, wer hat 1999? Das könnte Geek sein. Ah, okay, ich check. Unten ist immer ein Tipp. Ein Tipp. Welches Jahr das war? 1999, Ryan Giggs. Wo hat er gespielt? Manchester United, ne? Oder bin ich gerade komplett lost? Hier oben, Freunde, hier oben. Das FIFA-Wissen hat sich ausgezahlt. In FIFA sieht man nämlich Ryan Giggs das ein oder andere Mal im Chat, im Icon-Roulette. Michael, wer war das noch? Giggs, Beckham, normal, das war diese Zeit. Cole und so. Heftig, heftig. Dritte Frage, dritter Punkt. Ja, der Fußball-Auskenner Wakes. Okay, welches Jahr? Hä, diesmal gibt es keinen Tipp vom Jahr? Oder steht das hier auf dem Pokal? Nee. Okay, Kamerun, Argentinien, Holland, Argentinien, sehr viele Argentinier, sehr viele Brasilianer, Kamerun. Ich kenne nur einen Kameruner, der Champions League gewonnen hat. Und das war, Liverpool hat jetzt noch nicht gewonnen, die haben zweimal im Finale und so verloren. Also Mané kann das, glaube ich, nicht sein. Ist Mané Kameruner? Oder ist er Senegalese? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist Eto. Hier, 2010. Da hat Eto noch bei Barcelona gezockt. Digga, ich glaube, ich blamier mich heute noch. Ich habe gesagt, ich blamier mich heute noch. Eto, Transfermarkt. Jetzt will ich sehen. Jetzt will ich sehen. Er war 2009 bei Barcelona. Junge. Eto, straf dich. Oder Wake, straf dich. Ja, normal hätte ich drauf kommen müssen, dass das Inter ist. Ja, wäre das, also 2020, oh mein Gott, Bayern, sorry, aber ihr wisst, dass ich es wusste. Kanada, Davis, Stürmer Lewandowski und Co., Bayern, 2020 wissen wir auch, hat Bayern die Champions League gewonnen. Okay,
Wir haben 5 Fragen gehabt und 4 Punkte geholt. Aber das war auch ein halber Punkt mit Eto, mit Barcelona. Das war ein halber Punkt, okay? 4,5 Punkte, das zählt. Scheiße, Mann. Ich werde mich heute, glaube ich, auch nochmal richtig blamieren. Okay, warte, gib mir das Jahr. Gib mir das Jahr durch. Ich weiß es, glaube ich. 2007, boah. 2007, da war ich noch voll jung. Müsste aber eventuell sogar sehr viel Italien, Holland. Müsste Juventus Turin sein, wenn ich mich nicht täusche. AC Mailand hat 2007 gewonnen. Mit Kaká, Inzaghi und so. Normal, Gattuso, Pirlo, Maldini, Nesta, Seedorf. Ja, normal, Bro. Was für Juventus. Ich dachte wegen sehr viel Italien. Könnte Juventus sein. Schade. Egal. 7. Frage. 5,5 Punkte ist okay. Spanien, Frankreich, Portugal. War in welches Jahr? Gib mir das Jahr. Gib mir das Jahr. Ich glaube, ich weiß es. Gib mir das Jahr durch. 2002. Weiß ich nicht. Das könnte Zidane sein. Das könnte Real Madrid sein mit Marcelo, Zidane, Ramos und so. Real Madrid. Das ist Real Madrid. Ja. Zidane. Roberto Carlos. Normal, Marcelo war das ja noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Es war noch Roberto Carlos. Egal, ist dasselbe. So. Deutscher Torhüter. Linksflügel Brasilianer. Ja, okay. Suarez, Messi, Barcelona. Ter Stegen. Neymar, Suarez, Messi. Ja, MSN-Sturm war geisteskrank früher. Geisteskrass. Ja, okay, das muss ja... Ja, okay, warte, gib mir nochmal das Jahr. Ich will noch nicht spoilern. Überlegt, Freunde, das muss... Oh, 1995, da war ich noch nicht mal geboren. Da habe ich auch noch gar keine Champions League geguckt, natürlich. Aber das müsste Ajax sein. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch gestoppt. Das müsste Ajax sein oder irgendwas anderes aus der holländischen Liga. Ich sag Ajax. Jawohl. Wer war denn alles dabei? Coole Jungs, coole Truppe. Die haben die Champions League einfach gewonnen. Okay, Salah, Mané, Liverpool. Liverpool 2019, let's go. Stimmt, die haben noch die Champions League gewonnen. Nur Klopp hat ja zweimal Finale, glaube ich, verloren oder so, ne? Boah, Klopp, der Arme. Ich hätte Klopp auch gegönnt, den Titel zu holen. Aber Real Madrid... Wie sie sich durchgekämpft haben, meiner Meinung nach. Mann, ich hätte es beiden gegönnt, aber Real Madrid ein bisschen mehr. In dieser Saison. Wer ist das denn? Portugal, Brasilien. Wer ist das? Welches Jahr war das? Ich habe keine Ahnung, wer 2004 die Champions League gewonnen hat. Porto? Hat Porto gewonnen? Ja, geil. Applaus, man muss einfach nur mitdenken und so die Mannschaft nennen, die so in dieser Liga so die beste ist. Kroatien, Frankreich, Holland, ich weiß, wer es ist. Ribéry, Mandzukic, Robben. Neuer, ja. Bayern Munich, ohne das Jahr zu sehen. 2013 Bayern München. Bayern München, Bro, ich vermisse so Ribéry und Arjen Robben. EA, bringt mal endlich Icons von denen, Real Talk. Mario Gomez war da auch am Start. Hat Mandzukic da Stamm gespielt, ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie die mit Mandzukic so viel holen konnten, ne? Das war so geisteskrank. Das hat so funktioniert. Da hat Bayern so gut funktioniert, noch mit Alaba und so. Hier, ist das Pizarro? Italien. Frankreich. Könnte das diesmal Juve sein? Buffon. 1996, da bin ich auch erst geboren. War Juve. Wer war das denn? Del Piero? Ja, okay, das Jahr war halt dann erst später gekommen. Da hatte ich schon Chiellini und so erwähnt. Aber war richtig. Bro, da ist auch gerade viel mit Raten bei mir dabei, ne? Weil ich habe so diese ganzen Champions League-Dinger vor meiner Geburt und so, und wo ich noch ein kleiner Zwerg war, gar nicht so richtig verfolgt, ne? Natürlich nicht. Im Nachhinein hat man sich mal angeguckt, wer da gewonnen hat, aber das merkt man sich ja nicht direkt. Und diese ganzen Spiele hat man auch nicht direkt im Kopf, wenn man nicht das Jahr kennt. Aber ich schlage mich gut. 14 Fragen, ich glaube, ich habe 11 richtig oder so. 3 falsch. Das ist vollkommen okay. Da bin ich vollkommen zufrieden mit. So, jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Spanien, Argentinien, Spanien, sehr viel Spanien. 2011. Brasilien, Argentinien. Boah, jetzt muss ich mich straffen. Ist das Higuain? Barca mit Messi im Sturm, Pedro, Iniesta, Xavi, Valdés. Krass.
krass, ja, normal. Bro, manchmal bin ich aber auch lost. Dann könnte ich auch, das, da könnte man auch drauf kommen, Mann. Aber so diese Position hat man gar nicht im Kopf, dass Messi Mittelstürmer gespielt hat und so. So cringe gerade, wenn man das so sieht. Deutschland, Kroatien, sehr viel Frankreich, sehr, sehr viel Frankreich. Paris zu der Zeit, warte mal, welches Jahr ist das? 1993, woher soll ich das wissen? Mann, keine Ahnung, wer zu der Zeit gut war, Marseille oder so. Oh, yes! Das Ding ist, PSG war zu der Zeit noch nicht gut, die wurde erst gekauft. Monaco, okay, oder Marseille? So hätte ich gedacht. Und Marseille war richtig. So, weiter geht's. Wir machen noch ein paar Fragen. Ich will das Video auch nicht zu lang gestalten, aber ein paar Dinger gehen noch. Welches Jahr? 2008. Da war, glaube ich, Cristiano Ronaldo auf dem linken Flügel noch bei Manchester United. Haben die da die Champions League gewonnen? Oder das ist, glaube ich, nicht Real Madrid, oder? Aber das ist, glaube ich, Ronaldo. Oder ist das irgendjemand anderes? Doch, das ist Manchester United. Stark. Wer war das noch? Ferdinand, ja. Carrick, Scholes, Ronaldo. Ronaldo hat 2008 ja schon die Champions League mit Manchester United gewonnen, ne? Crazy, hä? Ey, das ist echt heftig. Ronaldo auch super, super Karriere. Digga, wie viele Jahre der und Messi sich schon die Spitze des Fußballs teilen, ne? Unfassbar. So, komm, bei 17 Fragen hören wir auf. Das ist die letzte Frage für das Video hier heute. Die Nummer 17 hatte damals Cristiano Ronaldo. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet. Wieder Portugal. Ronaldo, Benzema, Bale. Ist wieder Ronaldo mit Real Madrid. 2014, ja, normal. Cool. Ey, ich sag ehrlich, ich hätte besser abschneiden können, aber ich bin zufrieden. Ich bin super zufrieden. Ich kann damit leben. Lasst dafür gerne ein Like da. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, wo ich die letzten 4 Minuten nochmal mache, lasst gerne auch. Lasst mich das wissen und schreibt mir in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Sehr cooles Video. Ich feiere diese Fußball-Quiz-Dinger. Und nochmal, weil da lerne ich auch noch was. Wir sehen uns, Freunde, beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.